Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um ein spezielles Thema. Es sind viele, viele Fragen gestellt worden zu dem Thema, insbesondere per Mail. Es geht um das Thema Drückstöberjagd oder auch salopp gesagt Bewegungsjagden, was der Unterschied ist. Da werden wir gleich mal drüber sprechen. Die Fragen betreffen einerseits viele praktische Aspekte, also über die Durchführung, über die intelligente Durchführung auch. Sie betreffen aber andererseits auch grundsätzliche Erwägungen, also zum Beispiel auch die Frage, ist sowas heutzutage überhaupt noch angemessen, aus Gründen des Tierwohls, des Tierschutzes, solche Jagden zu veranstalten. Der Begriff Drückstöberjagd ist eigentlich der fachlich korrekte Begriff. Er sagt eigentlich, worum es geht. Es geht um eine Kombination aus Drückjagd und Stöberjagd. Wer von Ihnen die Jägerprüfung abgelegt hat, einen Jagdschein hat, der weiß, was eine Stöberjagd ist, der weiß auch, was eine Drückjagd ist. Drückjagd bedeutet im Grunde eine Bejagung von typischerweise Schalenwildarten, also Paarhuferarten, mit einer ganz geringen Beunruhigung, das heißt also mit wenigen menschlichen Treibern, die das Wild etwas beunruhigen, sodass es dann aber ganz vertraut den Einstand verlässt und dann eben vom Schützen erlegt werden kann. Eine Stöberjagd ist eine Bejagung von Wild mit Hunden. Die bezieht sich im Grunde auf sowohl Niederwild, da kommt es eigentlich ursprünglich her. Man hat eben auf Fasane, auf Rebhühner zum Beispiel Stöberjagden mit Stöberhunden gemacht früher und macht es heute noch. Man kann Stöberjagden auf Hasen veranstalten. Auch das wurde früher, als es noch mehr Hasen gab, sehr viel gemacht. Man kann es aber eben auch auf Schalenwild machen. Das Ganze ist im Wesentlichen gefördert worden durch meinen Kollegen Dr. Helmut Wölfel. Helmut Wölfel war lange Zeit an der Uni Göttingen tätig und er hat auch ein kleines Buch dazu herausgegeben. Er hat nicht alles selber darin geschrieben, dieses Buch Bewegungsjagden. Ich weiß im Moment nicht, ob es auf dem Buchmarkt noch erhältlich ist oder ob es vergriffen ist und nur noch antiquarisch zu kriegen ist. Es ist sicherlich vieles darin sehr interessant. Es sind manche Beiträge nicht unbedingt so gut geschrieben. Das liegt eben daran, dass Helmut Wölfel es wirklich nur herausgegeben hat und verschiedene Beiträge eben auch in verschiedener Qualität drin sind. Wen das Thema interessiert, kann sich es aber sicherlich mal anschauen. Hier wurde auch zum ersten Mal dieser Begriff Bewegungsjagden eingeführt, der, wie ich denke, etwas unglücklich ist, weil er eben sehr unscharf ist. Das heißt also, erst schon mal die Frage, wer bewegt sich? Bewegt sich der Jäger? Bewegt sich das Wild? Gemeint ist, dass das Wild in Bewegung versetzt wird. Und es ist im Grunde, soll es ein Oberbegriff über alle Jagden sein, die Wild in Bewegung versetzen, also über Drückjagden, über Drückstöberjagden, über Stöberjagden und eben auch über die sogenannten Treibjagden. Das heißt, Treibjagden sind eine spezielle Form der sogenannten Bewegungsjagd. Da wird das Wild richtig mit viel Krach, Hunden, Treibern in schnelle Flucht versetzt. Und man kann eigentlich auch sagen, in Panik versetzt. Und auf jeden Fall kann man auch sagen, in Stress versetzt. Treibjagden sind etwas, was man eigentlich in der Vergangenheit gelegentlich mal auf Niederwild gemacht hat, in großen Niederwildrevieren. Es diente insbesondere dazu, mit vielen Schützen relativ große Jagdstrecken auch zu erzielen, zum Beispiel bei Hasen oder bei Fasanen. Früher auch, als es noch solche Jagden gab, auf Waldschnepfen zum Beispiel, in England heute zum großen Teil noch. Treibjagden auf Schalenwild hat man gelegentlich mal auf Schwarzwild veranstaltet, sind aber eigentlich immer in dem Ruf gestanden, dass sie nicht weitgerecht sind, einfach weil man dabei das Wild in schnelle Bewegung versetzt, in Panik versetzt und die Schützen dann im Grunde oft die Nerven verlieren, auf hochflüchtiges Wild schießt und da entsprechend schlechte Schüsse anbringen mit sehr vielen Nachsuchen oder mit sehr vielen verletzten Tieren, die auch nicht gefunden werden. Von daher sind eigentlich Treibjagden auf Schalenwild in der Vergangenheit und auch heute im Allgemeinen ein großes Problem. Die Frage ist jetzt, sind diese Drückstöberjagden tatsächlich heute noch zeitgemäß?
warum hat man sie überhaupt eingeführt und welche Besonderheiten muss man bei welchen Wildarten beachten. Darüber wollen wir uns eigentlich jetzt in den nächsten zwei Videos mal unterhalten. Am Anfang erstmal so ein paar grundlegende Überlegungen und in einem zweiten Video würde ich ganz gerne ein paar praktische Fragen auch beleuchten, wo man also im Grunde wildbiologische Aspekte, jagdbetriebliche Aspekte mal zusammen beleuchtet. Und die Frage, wo kommen denn die Kritikpunkte her? Warum sind solche Drückstöberjachten heute in der Kritik? Das hat so ein bisschen was auch mit der Entwicklung zu tun. Am Anfang, also als Wölfer dieses Buch hier geschrieben hat, das stammt, soweit ich das weiß, aus den 1990er Jahren. Ich schaue gerade mal hier rein. Ja, 2003 ist es zum ersten Mal erschienen im Leopold Stocker Verlag. Also in den späten 1990er Jahren, frühen 2000er Jahren, das war im Grunde die Zeit des Waldumbaus nach den Lehren aus dem Waldsterben. Das war auch die Zeit in Deutschland, die Zeit nach der Wiedervereinigung zwischen Bundesrepublik und ehemaliger DDR. Und da galt es eben oft auch, Wildbestände in relativ kurzer Zeit lokal zu reduzieren. Und da war sicherlich die Frage, wie kann man das eben auch sehr schonend auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch sehr effizient machen. Also das Stichwort effiziente Bejagung spielt hier sicherlich eine große Rolle. Das Wild schonen dabei, das ist ein ganz interessanter Aspekt. Wölfel hat das im Grunde völlig zu Recht als Argument gebracht, dass er gesagt hat, ja, die sind im Grunde viel schonender und viel weniger stressig, als wenn man zum Beispiel rund um das Jahr irgendwo Ansitzjagd betreibt. Damit hat er in gewisser Hinsicht recht gehabt, solange man es tatsächlich nach den Regeln der Kunst gemacht hat. Und nach den Regeln der Kunst bedeutet eben, man macht keine 3 oder 5 Drückstöberjachten im Jahr in einem Revier, man macht eine. Wenn man eine Drückstöberjagd pro Jahr und Flächeneinheit macht, dann kann das durchaus schonender sein, als wenn ich das ganze Jahr dort über intensiv durch Ansitz und Pirsch bejage. Umgekehrt, wenn ich allerdings statt einer gleich mehrere Drückstöberjachten pro Revier oder pro Flächeneinheit mache und das möglicherweise auch noch in einer Jahreszeit, wo das Wild eigentlich Ruhe braucht, nämlich im Spätwinter, das heißt also nach Weihnachten, im Januar vor allen Dingen, wird es ja immer noch häufig gemacht, dann wendet sich dieses Blatt und dann haben wir es eigentlich mit dieser Jagd mit großen Tierwohlproblemen zu tun und mit großen Problemen in Bezug auf die Waldgerechtigkeit auch zu tun. Das heißt, das muss man ganz klar hier trennen. Wenn man es wirklich diszipliniert einsetzt, also eine Jagd pro Flächeneinheit und das eben nicht im Spätwinter, auch nicht zu früh im Jahr, dann kann man sicherlich davon ausgehen, dass es eine relativ schonende Jagdmethode ist. Wenn wir jetzt ein zweites Problem ansprechen, dann ist das häufig die Kritik, dass man sagt, hier wird das Wild gehetzt. Wir kommen an die Grenze zur Hetzjagd, die ja nach Jagdrecht in Deutschland verboten ist, aus gutem Grund verboten ist, weil bei Hetzjagd das Tier eben ganz bewusst unter großen Stress gebracht wird und das definitiv nicht tierschutzgerecht ist. Die Grenzen zur Hetzjagd sind eigentlich immer dann bei der Drückstöberjagd erreicht, wenn man zu viele Hunde, die falschen Hunde und häufig auch Hundemeuten einsetzt. Also hier muss man wirklich dann sehr klug herangehen und sich fragen, mit welchen Hunden arbeite ich dort? Welche Ausbildung haben diese Hunde? Es sollte sich möglichst um kleine Hunde handeln. Die klassischen Stöberhunde, wie Wachtel beispielsweise, sind da von der Größe her sicherlich, ich sage mal, noch geeignet. Sicherlich auch nicht für jede Wildart, da kommen wir gleich nochmal drauf. Es ist aber sicherlich günstiger, aus Gründen des Tierwohls, aus Gründen der Vermeidung von Stress, mit möglichst kleinen Hunden zu arbeiten. Es gibt immer wieder Argumente, ich weiß das und ich kenne auch Hunde, wo das
gelegentlich mal funktioniert, aber generell würde ich davon abraten, größere Hunde, also hochläufige Hunde, Vorstehhunde haben auf einer Drückstöberjacht nichts zu suchen, Punkt. Und auch wenn das dem einen oder anderen jetzt so vielleicht nicht schmecken mag und vielleicht der ein oder andere auch vielleicht zu Recht sagt, dass ein sehr gut ausgebildeter Vorstehhund eventuell auch eingesetzt werden kann, im Grunde vielleicht ja, aber grundsätzlich kann man das im Einzelfall nie belegen und im Einzelfall weiß man wirklich nicht, der Jachtleiter vor allen Dingen weiß das nicht, was der Hund nun wirklich kann und was er nicht kann und in welcher Situation er was kann und was nicht kann. Deshalb Grundregel eigentlich, es gehören keine großen Hunderassen auf Drückstöberjagden. Zweite wichtige Voraussetzung, neben dem kleinen Hund, der Hund muss spurlaut sein. Das heißt, der Hund muss, wenn er das Stück Wild, die Fährte des Stück Wildes aufgenommen hat, wenn er den Geruch des Wildes aufgenommen hat, anfangen zu bellen. Der Vorteil ist dann für das Wild, dass es den Hund sehr zeitig hört und dass es die Annäherung des Hundes hört und dass es ungefähr weiß, wo der Hund ist und damit sich vergleichsweise stressfrei, es wird natürlich dort auch unter Stress geraten, aber vergleichsweise stressfrei und vor allen Dingen panikfrei wegbewegen kann. Der dritte Punkt, den ich eben angesprochen habe, ist nicht zu viele Hunde und vor allen Dingen auch mit Hundemeuten sehr vorsichtig sein. Also das Thema Meuten hat in den letzten Jahren massiv überhand genommen und sehr viele Jagden mit Meuten, die ich erlebt habe und die wir auch untersucht haben, bergen massive Tierschutzprobleme. Deshalb hier als Jagdleiter, als Jagdherr definitiv vorsichtig herangehen. Im Zweifelsfalle Meuten weglassen. Dritte Frage zur Thematik Zeitgemäßheit. Man hat Drückstöberjachten natürlich auch nicht zuletzt deshalb durchgeführt, weil sie effizient sind. Weil man also in kurzer Zeit relativ viel Wild erlegen kann und damit auch als Forstbetrieb zum Beispiel Kosten sparen kann. Ist das so? Jein. Natürlich sind Jagden, wenn ich an einem Tag jage und dort eine größere Strecke von einigen zig Stück Wild habe, effizienter und vermutlich auch für den Forstbetrieb kostensparender, als wenn ich das auf Einzeljagd durchführe. Das ist immer eine Frage auch, wie berechne ich die Kosten? Was ist zum Beispiel mit den Kosten, die ein staatlicher Forstbeamter an Gehalt kostet? Wird das in die Rechnung mit einbezogen oder nicht? Dementsprechend kann sich sowas sicherlich ökonomisch rechnen oder nicht rechnen. Umgekehrt ist im Moment eine sehr starke Tendenz auch zum Outsourcen der Jagden. Das heißt also, man engagiert Dienstleister, externe Dritte, die solche Jagden organisieren. Und hier muss man sagen, sind die Preise oft schon im, ja, man kann sagen, fünfstelligen, niedrig fünfstelligen bis mittleren fünfstelligen teilweise Euro-Bereich. Und wenn man das dann oft mit den Jagdstrecken vergleicht, dann ist die ökonomische Seite dieser Vorgehensweise eher mit dem Fragezeichen zu versehen. Das heißt, Drückstöberjachten sind nicht immer ökonomisch günstiger zu bewerten als andere Jagdmethoden. Es kommt eben darauf an, ob ich mit eigenen Mitteln in einem Betrieb das machen kann, wie gut die Leute im Betrieb ausgebildet sind. Und das ist gleich die nächste Frage, die wir beantworten müssen. Drückstöberjachten gehören zu den komplexesten und schwierigsten Jagdmethoden. Und es ist so ein bisschen wie mit dem Autofahren oder wie mit dem Fußball. Jeder glaubt, er kann das am besten und jeder glaubt, er kann da mitreden. Aber im Grunde die wenigsten Jäger, auch die wenigsten Revierinhaber, beherrschen dieses Thema wirklich. Und auch viele, viele Forstbetriebe zum Beispiel, auch Staatsforstbetriebe, haben wir erlebt, die es eben nicht beherrschen. Und dann fängt die Sache an, kritisch zu werden. Und dann geben wir uns natürlich auch Blößen, die wirklich auf lange Sicht für die Jagd problematisch werden können. Weil wir haben in unserem Hause viele, viele Untersuchungen auch gemacht zu dem Thema. Und da mussten wir feststellen, dass eben ein Großteil aller Drückstöberjachten, deutlich mehr als die Hälfte, wirklich große Qualitätsprobleme hat. Qualitätsprobleme vor allen Dingen auch in Sachen Tierschutz und Tierwohl. Und das darf dann eigentlich nicht mehr passieren.
Und da fängt dann natürlich genau die Frage an, die wir eingangs kurz beleuchtet haben. Sind diese Jagden noch zeitgemäß? Sind die in einer Zeit wie der heutigen, wo zu Recht der Tierschutz einen sehr hohen Stellenwert hat, überhaupt noch angemessen? Die Antwort darauf, und das kann man im Grunde auch in größeren Zusammenhängen mal sich überlegen, ist dieselbe wie bei vielen Methoden, die ich einsetze. Ich kann eine Methode gebrauchen, ich kann sie richtig einsetzen, ich kann eine Methode missbrauchen oder ich kann sie eben falsch einsetzen. Und das Gleiche gilt eben für solche Jagdmethoden auch. Drückstöberjagden sind nicht grundsätzlich Teufelszeug, sie sind nicht grundsätzlich schlecht. Wir sollten uns oder müssen uns sogar im Grunde immer wieder überlegen und jeder individuelle Veranstalter einer solchen Jagd muss sich das auch selbst immer wieder überlegen. Hat er die Fähigkeiten dazu? Beherrscht er das Metier? Wenn ja, wirklich sich selbstkritisch hinterfragen, dann kann er das machen. Wenn nein, dann kann er theoretisch sich jemanden holen, der das kann. Wobei wir beim Outsourcen immer sehr vorsichtig sein müssen. Das ist so ein bisschen das Problem, wenn ich einen externen Dienstleister mir reinhole und der ist dann zum Erfolg verdammt sozusagen, zum Erfolg verpflichtet, dann muss man eben auch hier sehr genau drauf gucken, ob wirklich Tierschutzkriterien ordentlich eingehalten werden. Das ist so ähnlich, wie wenn ich Prämien auf die Erlegung von Wild aussetze. Das sind immer, sagen wir mal, Situationen, wo das Eis dann dünn wird und wo tatsächlich das Risiko, dass eben charakterschwache Persönlichkeiten Grenzen überschreiten und tatsächlich Dinge tun, die man besser nicht tut, immer größer wird, je mehr sagen wir, ökonomischer Benefit da auch dran hängt. Also hier müssen wir wirklich wohl überlegt herangehen und fragen, kann der jeweilige Betriebsleiter oder kann der jeweilige Forstbetrieb oder das Jagdrevier das selbst leisten oder nicht? Und kann man das vielleicht mit externen Kräften machen? Oder ist das mit externen Kräften möglicherweise genauso große, birgt es genauso große oder andere Risiken? Fazit: Drückstöberjachten sind grundsätzlich nicht gut oder schlecht, aber ich kann sie richtig oder falsch einsetzen. Und wenn ich sie falsch einsetze, dann werden sie zu einem großen Problem eben für den Tierschutz, für das Tierwohl individuell auf dieser Jagd und auch für die Jagd als Ganzes, weil natürlich sehr schnell in einer kritischen Öffentlichkeit bestimmte Dinge dann in Verruf geraten und oft gibt es dafür dann eben auch gute Gründe. Und wie gesagt, unsere eigenen Untersuchungen zeigen tatsächlich, dass hier sehr viel Verbesserungspotenzial auch besteht. Wie man solche Jagden konzeptionell in einem Wildtiermanagement einbinden kann, kann man im Grunde hier nochmal in dem kleinen Band Wildtiermanagement auch nachlesen. Wir würden beim nächsten Mal, im nächsten Video, dann ein bisschen konkreter auf Fragen eingehen. Ich habe es gerade schon mal kurz angeschnitten. Die Frage, welche Wildarten, welche Form der Drückstöberjagd, wie umfangreich sollte die sein? Und auch die Frage zum Beispiel, welche Art von Hunden werden eingesetzt? Und welche Dinge habe ich zum Beispiel gerade in Sachen Nachsuchen? Immer wieder von dem Hintergrund der Fragen Tierschutz und Tierwohl zu beachten. Das war's für heute und bis zum nächsten Mal. Danke.